Der Glamour-Faktor auf dem roten Teppich bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin ist hoch. Großer Gewinner ist in diesem Jahr das Vater-Tochter-Drama Toni Erdmann. Bei internationalen Preisverleihungen war der Streifen leer ausgegangen, doch in Berlin räumt der Film gleich 6 der begehrten Lolas ab. Regisseur Simon Verhoeven wurde für die Flüchtlingskomödie Willkommen bei den Hartmanns als besucherstärkster Film ausgezeichnet. Es gab auch Zeiten, da haben wir gedacht, oh Gott, das wird kein Mensch sehen wollen. Unser Trailer wurde im Internet von sehr vielen Leuten gehasst, also von sehr vielen rechten Leuten gehasst. Dabei wurde der Film auch missverstanden. Der Film war keine Merkel-Propaganda, sondern ein sehr ausgewogenes Bild eigentlich unserer Zeit, unserer Gesellschaft, mit vielen Fragen und weniger Antworten. Katharin Monika Schneider bekommt einen Ehrenpreis. Sie müssen aber bedenken, dass die Leute natürlich zuerst auf die Schauspieler gucken. Wer spielt mit? Wen können wir sehen? Wen lieben wir? Vielleicht wissen sie noch, wer die Regie hat, aber dann hört es schon auf. Aber alle vergessen, dass ein guter Film nur entsteht, wenn der gute Schnitt das macht, ja? Der mit 7 Nominierungen im Vorfeld zu den Favoritenzählende Film Wild enttäuschte bei der Preisverleihung.